Hightech-Forum. Ich denke, dass die autonomen Systeme riesige Chancen für uns sind. Und ein ganz spannendes Thema ist natürlich, wenn autonome Systeme oder Maschinen mit den Menschen zusammenarbeiten können in Zukunft. Da sind noch viele Herausforderungen zu meistern. Die Industrie muss beweisen und das auch viel ernster nehmen, als sie das in der Vergangenheit gemacht hat, dass halt auch die Daten absolut sicher sind. Wir in unserem Fachforum Autonome Systeme haben uns zum Ziel gesetzt, einen sehr breiten gesellschaftlichen Diskurs anzustoßen, um alle Risiken zu benennen und der Gesellschaft auch in einem offenen Dialog klarzumachen, dass die Chancen die Risiken überwiegen. Wir wollen durch autonome Systeme in menschenfeindlichen Umgebungen einerseits den Mensch schonen, dass er in diese Umgebung nicht hinein muss. Auf der anderen Seite gibt es Umgebungen, da können Sie als Mensch überhaupt nicht hin. Die können Sie erst durch solche Systeme erreichen. Und mit diesen Systemen können wir ganz neue Märkte erschließen, Aufgaben lösen, die bisher nicht gelöst werden konnten. Autonome Systeme, das sagt ja schon ein bisschen der Name, heißt natürlich auch, dass der Mensch Selbstverantwortung, Steuerungsmöglichkeiten abgibt. Also das heißt, wir haben gesagt, man braucht auch immer noch so eine Art Notaus, also eine Möglichkeit, falls das System verrückt spielt, das Ganze dann nochmal zu stoppen. Wir wollen in der Arbeitsgruppe 1 im Hightech-Forum eine Lösung finden oder verstehen, wie künftige Lösungen aussehen, die es der Produktion erlauben, noch schneller und noch flexibler auf sich ständig ändernde Anforderungen für die Produkte zu reagieren. Wir haben ja auch gesehen, dass viele Fertigungen, die hochflexibel sein mussten, in der Vergangenheit ins Ausland abgewandert sind. Wenn wir über autonome Systeme noch viel, viel flexibler sind und die Automatisierung in solche Bereiche reintreiben können, kann man unter Umständen sogar diesen Trend wieder rückgängig machen. Wir haben für uns erstmal so ein wirkliches Zwischenfazit gezogen. Und eins davon ist, wir brauchen erstmal halt mehr Wissen. Wir wissen noch viel zu wenig über die möglichen neuen Risiken. Wir haben auch festgestellt, dass im Bereich Produktion, Industrie 4.0 es nicht nur um die IT-Sicherheit geht, sondern auch um den Bereich Safety. Die ganzen Gesetze, die heute um menschliche Sicherheit sind, passen nicht mehr, wenn es um kollaborative Robotik geht. Bei autonomen Systemen in menschenfeindlichen Umgebungen spielen so Fragen wie gesellschaftliche Akzeptanz und rechtliche Anforderungen, die spielen da viel weniger eine Rolle. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel ein autonomes Automobil haben, wo die breite Masse mit konfrontiert ist. Wir müssen uns überlegen, gibt es Versicherungsschutz? Da gibt es so Ideen wie, dass autonome Systeme eine Haftpflichtversicherung haben und Ähnliches. Ist die Versicherungswirtschaft bereit, rechtzeitig in diese Felder hineinzugehen? Also eine ganze Vielzahl von Fragen, die wir rechtzeitig adressieren müssen, weil Technologie entwickelt sich schnell, Gesetzesänderung langsam. Im Frühjahr nächsten Jahres, pünktlich zur Hannover Messe 2017, soll dann der Endbericht fertig sein der Arbeitsgruppe im Hightech-Forum und der Bundeskanzlerin übergeben werden, zusammen mit klaren Handlungsempfehlungen.